Samstagabend auf dem Barleber Anger. Gleich werden wir wissen, wer für das kommende Jahr die Königswürde verdient hat. Doch vorher beweisen andere ihre Treffsicherheit und gewinnen eine Plüschspinne. Im Festzelt kann man die Spannung förmlich spüren, denn die Titel beim Schießen sind begehrte Würden. Die Pokale und die Ehrenkette liegen bereit. Beginnen wir mit der Feuerwehr. Gewinner dieses Jahr sind hier Pia Sophie Habedank und Carsten Schmidt. Gut Schuss, gut Schuss, gut Schuss. Nur wer wirklich gut mit dem Kleinkalibergewehr schießen kann, hat in Barleben die Chance, Dorfkönig zu werden. Besonders gut hier die Damen. Dorfschützenkönigin mit 47 von 50 möglichen Ringen ist Bianca Wenzel. Und da der nach geschossenen Ringen Gewinner nicht da ist, wird kurzerhand der Zweitplatzierte zum Dorfschützenkönig erklärt. Mit den drei Wagen. Gut Schuss, gut Schuss, gut Schuss. Und jetzt geht es ums Ganze. Bis zuletzt sind die Ergebnisse geheim und die Wertungsrichter aus befreundeten Schützenvereinen werden den Teufel tun, diese vorher zu verraten. Am Ende sind Max-Oliver Bahn Jugendkönig, Martina Greveling Schützenkönigin und mit großer Freude nahm Oliver Bense die Kette und damit die Würde des Barleber Schützenkönigs entgegen. Mit deinen drei Wagen, gut Schuss, gut Schuss, gut Schuss. Für ein Jahr stehen jetzt die Majestäten fest und sicher überlegt manch einer, wie er seine Chancen für das nächste Königsschießen verbessern kann.